Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird Dungeonborn bzw. die Demo angezockt. Dieses Spiel erinnert mich so ein bisschen an Tarkov, nur in einem anderen Setting. Mal gucken, ob ich da richtig liege. Ich habe auch irgendwas Ähnliches schon mal gespielt, aber der Name, der will mir einfach nicht einfallen. Und von daher ist es das erste Mal, dass ich das Spiel spiele, aber irgendwie auch nicht. Mal gucken, wie es umgesetzt ist. Ich habe mir auf jeden Fall tatkräftige Unterstützung an die Seite geholt, nämlich Aika und Alex. Die beiden, zumindest einen Teil davon kennt ihr schon. Ansonsten würde ich sagen, lese ich einmal die Steam-Beschreibung vor und dann legen wir auch gleich los nach dem Intro. Dungeonborn ist ein fesselnder PvP-VE-Ego-Dungeon-Crawler. Reise allein oder vereine dich mit vertrauten Gefährten, um nach Schätzen zu suchen, merkwürdige Verliese zu durchsuchen und gegen schreckliche Monster und gerissene Gegner zu kämpfen. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool und ich kann mir das schon richtig vorstellen, dass das dann auch gerade im PvP, wenn du gerade geil Noob zusammen hast, dich richtig abfacken kann, wenn du dann gesnackt wirst. Aber das ist halt so Tarkov-like, sage ich mal. Von daher bin ich sehr gespannt und freue mich drauf. Bis gleich dann. Ja, willkommen zurück. Wir sitzen hier am Lagerfeuer und gönnen uns das ein oder andere Getränk. Und hier seht ihr links Alex, der hat schon ein bisschen gespielt, der führt uns also so ein bisschen dann durchs Spiel. Und Aika rechts. Und Aika ist unsere Heilerin, habe ich jetzt so vernommen. Von daher würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich bin übrigens Tank, wenn man so will. Was müssen wir tun, Alex? Unten rechts, glaube ich, auf Ready drücken. Ach so, okay. Please check your loadout before diving into the dungeon. Ich habe eh nichts. Confirm. Adventure Sinner's End. Match found joining the game. Oh mein Gott. Also habe ich jetzt richtig verstanden, da sind erstmal NPCs und sowas, aber auch andere Spieler können da sein. Genau. Insgesamt sind 16 Leute auf der Karte. Okay. Ah, ich wurde geschlagen und weiß nicht, was passiert ist. Das war die Lobby im Endeffekt. Ne? Und Ike hat hier auf den Hinterkopf. Ach so, okay, gut. Verstehe. Dachte schon, geil. So, jetzt erstmal hier für euch beide. Oh, dunkel auf jeden Fall. Einmal sehr Bandage, schön. Zweimal Bandage. Wow, oh, was war das? Da könnt ihr euch. Ach so, mit F aufnehmen. Genau. Alle vier soll ich aufnehmen, oder was? Naja, Aika soll die anderen drei aufnehmen. Ich hab doch welche aufgehoben, zwei Stück. Ja, dann nimm den Rest alle. Okay, hab ich. Genau, dann wäre hier eine Kiste, die looten tust mit F. Ah, die dauert ein bisschen. Kann man alles nehmen auf einmal? Nee, muss mit rechtig einfach. Na gut, okay, habe ich getan. Also rechtsklick, kann ich mein Schild hochheben. Und links schwingen. Oh, was? Achtung. Ich habe das richtig verstanden. Es gibt hier Friendly Fire, ne? Ja. Oh mein Gott. Okay, was ist das auf dem Boden immer? Über uns das Auge. Ach, er. Ja, okay, den kriege ich natürlich nicht. Das müsst ihr machen. Dann. Also ich kann nicht schießen. Ist das normal? Mit Linksklick ist, glaube ich, beim Stab. Ja, dann lade ich irgendwas auf, aber. Das ist Rechtsklick gedrückt halt. Links und rechts Schwäche. Kann jeder auf looten? Also. Ja, du kannst. Okay. Sobald da Loot dran steht, kannst du dich einfach bedienen. Also klauen wir uns das nicht gegenseitig. Achso, ja doch, so gesehen schon. Ja, das wollte ich wissen. Also man sollte halt schon gucken, zum Beispiel. Da ist irgendwas hier hinter der Wand am Gegner. Wieder, meinst du? Ja. Okay. Guck mal einfach mal. Ich schließe mal die Tür wieder ab. Ja. Hier ist nichts. Genau, so hier Pässe und so, Kisten kannst du auch kaputt machen. Die du nicht öffnen kannst. Oh, da sind. Ist ein kleiner Goblin. Hahaha.
Bin nicht der Hellste, der Kleine. Den ganzen Kram kann ich nicht tragen, aber ich nehme das mal mit. Kann ich euch ja wahrscheinlich dann auch wieder geben oder so, ne? Was ist das? Aber nur innerhalb der Runde. Achso, okay. Ja, dann müssen wir gleich vielleicht zwischendurch mal. Doch, irgendwas kämpft hier. Aber unter, glaube ich. Okay. Sehr dunkel. Mhm. Wizard's Rope. Hier ist einmal Cloth. Mats. Hier wäre Leder, Riemen. Das ist brauch, für den... brauch ich nicht. Alles gut. Ich droppe mal was. Das ist beides Leder. Brauch ich nicht? Bedankt. Okay. Ich mach mal hier auf. Kann sein, dass da jetzt... Okay, da ist auf jeden Fall ein Fighter. Der wird nicht am Rennen sein. Ich wollte gerade sagen, der rennt zu seinem Kumpel. Das hat keine Range. Na okay, sag das doch. Hier sind blaue Items auf dem Boden. Au, da ist eine Falle. Ich treffe den nicht. Ich habe hier blaue Items. Ja. Behalt die ruhig erstmal. Ich habe Leder für dich. Wir haben ja aber auch so einen Typen. Wo ist der hin? Also einer von der von unten wird wahrscheinlich gleich zu uns hochlaufen. Müssen eigentlich. Ja, da kommt einer. Können wir hier warten, oder? Oben und so tun, als wenn wir nicht da sind. Hier hinten dran. Achtung, da ist eine Falle auf dem Boden. Danke. Oh, die Zone kommt. Ja, genau. Okay, deswegen, also deswegen es gibt eine Zone hier. Ja, deswegen muss er zu uns kommen. Wir treffen halt nicht dadurch. Ja, gut. Ja, er kommt hier hoch. Ah, ist ein bisschen eng, ne? Damit ich damit drauf gehe. Hm. Dein Heal ist auf Q, Heike. Den musst aber du ich kann dich nicht mehr heilen. Nee, ich bin tot. Es tut mir leid. Alles gut. Was passiert denn, wenn er jetzt in der Zone die ganze Zeit gammelt? Dann kriegt er immer wieder Damage. Müssen wir von dir irgendwas mitnehmen oder so? Nö. Versucht einfach. Wie viel Leben hast du? Ich? Da unten links. Eika. Ach, ich sehe es. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Es tut mir leid. Du hast nicht so viel. Was muss ich machen? Ihr solltet in Richtung Zone laufen. Das ist der weiße Kreis. Ja, dann lass doch mal dahin. Also hier links rum? Nee. Ich weiß nicht, ob das so ein Durchgang da ist. Oh. Ich mach mal Blitz, Achtung. Okay, hier ist nicht richtig auf jeden Fall. Wir können nochmal zurückgehen. Ja, let's go. Noch runter, da ist aber Sackgasse, glaube ich, dann. Aua. Sorry, war keine Absicht. Also hier ist Sackgasse, wir müssen nochmal zurück. Ja, aber dann sollten... Ach shit, die Zone kommt. Da ja. Lang. Ja, da geht's auch nicht. Nee. Ach fuck. Lauf einfach durch die Zone, die macht nicht so viel Schaden. Voll verplant hier.
Und dann läuft der dann rechts rum. Aber Achtung, da war eine Falle irgendwo, oder? Ja, links von uns. Ja, dann lauft der links. Na, hier drin können wir auch nicht sprinten, okay. Nee. Na, hier lang. Dahinter ist was? Ja, es kann auch Eike hinter dir mit dem Aufladen gewesen sein. Achso, okay. Hier lang? Nein. Doch. Hier ist aber sehr dunkel. Ja, jetzt sind wir quasi unten. Da, wo wir gerade eben auch waren. Nur unten, genau. Sollen wir nicht anders umdrehen oder geht's nicht? Ja, können wir machen. Also keine Ahnung, ob es anders geht. Wobei, hier können wir glaube ich rüber. Oh, da ist aber so ein Todes. Mann. Müsstet aber eigentlich gerade vorbeilaufen können, einfach. Okay, ich lauf mal einfach oben lang. Jetzt eben laufen. Achtung hinter euch. Ich laufe einfach. So, ich bin hier. Genau, und jetzt einfach eine Tür aufmachen hinter dir, Loki. Und dann durchlaufen. Ja. Abgebrochen. Ja. Oh. Okay, das war ja schon mal erfolgreich. Echt, bricht das ab, wenn man Damage kriegt? Ja. Yep. Okay, interessant. Grim Reaper. Gut, das war ja schon mal erfolgreich, würde ich sagen. Aber ich habe ein bisschen mehr geschnallt jetzt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Also wir haben, glaube ich, die ersten 10 Runden auch erstmal lernen müssen. Ja, ist ja auch logisch. Okay. Also diesen Würfel sehe ich immer noch nicht. Aber macht ja auch nichts. Haben okay, wir und man verliert alles, was man da drin hat. Okay. Genau, alles, was du im Inventar hattest, ist. Das finde ich schön. Gut. Wo sehe ich denn meine. Ach ja. Hab. Ich verliere nur das, was ich im Inventar habe, nicht das, was ich quasi rechts ausgerüstet habe. Doch, alles, was du rechts hast, verlierst du. Aber okay. Du kriegst jedes Mal, wenn du neu spawnst, in dem Sinne, dieses Standard-Equipment. Ah, okay. Aber sobald du was Besseres hast, sag ich jetzt mal, findest eine grüne Hose und dann stirbst du, dann ist die weg und dann kriegst du deine graue wieder. Okay. Du könntest jetzt nochmal beim Merchant gucken, ob du den Zauberwürfel findest. Hat er? Okay. Gut, wie ich zuhöre. Ja, also ich bin ready. Confirm. Ja. Eika? Ja. Jetzt müssten wir eigentlich auch faire Gegner finden. Deutsch. Weil in dem Spiel ist ein Equipment-Based Matchmaking-System. Ah. Und da ich jetzt gerade in voll grün drin war, kann halt sein, dass dann grüne oder bessere Gegner auch da sind. Okay. Nee, ja. Schon. Ihr lauft erstmal vor und dahin. Genau. Kannst du auch mit rechtsklick deine Fackel zum Beispiel werfen. Okay. Oh, hier ist eine Kiste. Macht die Schaden? Oh, und hier ist ein Gegner. Schaden, wenn du triffst. Oh, da ist noch. Also Feuerschießen macht mehr Spaß als kämpfen. Hier ist ein Lightning Staff kommen drin. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Wäre für Eika etwas theoretisch. Ich bleib beim Feuerstab. Hier sind Lederschuhe. Habt schon welche, danke. Hier wäre auch noch Kram für dich, ja. Eika, hinter dir. Oh fuck, ich bin durch eine Falle gefallen. Ja, ich auch.
Hier im Wasser ist einer. Achtung, nicht dadurch. Ich kann dich doch heilen. Heb dir lieber das Mana für kritische Sachen auf. Also nicht heilen? Ja, in einem Spielerkampf. Oh, hier oben ist wieder so ein Auge. Ne, diesmal habe ich keine Pfeile. Ich versuch's. Ich habe Pfeile dabei. 5 Stück habe ich gerade gefunden. Aber keine Armbrust, oder? Nein. Kann ja nicht alles besorgen. Aua. Oh, da oben. Ja, ich gehe zu dem. Unter dir sind Archers, Eiker. Oh. Ach, falsche Tasse. Oh, jetzt hab ich schon Armbrust. Bisschen. Gut. Aua. Also wenn du die Pfeile einmal droppen könntest. Ja, sofort. Okay. Pfeile droppen. Oh, ging da. So, die Hose besser als meine? 4, 2. Ja. Wenn du Steuerung drückst, kannst du auch direkt vergleichen. Ah, das ist gut zu wissen. Dann musst du nicht ganz mit der Maus hoch und runter. Ja, perfekt. Aua. Das mit dem Aufladen vom Stab ist ein bisschen nervig. Na gut, ist halt dafür da, dass du nicht deine Fähigkeiten durchspammen kannst. Wo wollt ihr denn gleich lang? Wir sind relativ mittig. Also wir könnten einfach gucken, dass wir hier den Raum für uns beanspruchen. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Hast du eine Rüstung, Loki? Eine Rüstung? Ich habe eine Rüstung, ja. Auch eine gute? Nein. Ich habe eine Plate Armor. Ich habe eine Broken Armor. Ist doch für dich, oder? Sturdy Armor. Ja, das sieht besser aus als meins. Sehr schön, danke. Kann ich die ja verkaufen wahrscheinlich, ne? Die billige, die du kostenlos bekommst, kannst du nicht verkaufen. Achso, ja, dann kann ich die ja droppen. Dann brauche ich hier nicht mitschleppen. Und Eika, du solltest auf dein Leben achten. Ja, ich hatte gerade eben aufgeladen und habe gedacht, da kann ich schneller laufen, aber ne. Brauchst du Hilfe, Eika? Nein. Hier wäre eine Sturdy West. Hab schon mal eine, danke. Unter dir ist so ein Bogenschütze, Eika. Wo? Ja, unter dir. Ach, hier ist einer. Wow. Und da. Ach so. Nee, ich krieg hier nicht. Einmal um zu erklären, die Schriftrollen, die ihr seht, sind dafür da, dass wenn wir später ein Portal nutzen, dann kommt so ein Geräuschkreis auf der Minimap. Ja. Sieht halt jeder, wenn du keine Scroll hast, dass du gerade ein Portal öffnest. Wenn du die Scroll hast, sieht man es halt nicht. Okay. Das heißt, wenn ihr wollt, hier drüben werden zwei im Endeffekt. Kann jeder von euch eine nehmen. Ich höre bei mir Damage. Oh, komm. Jo, Tür geht auf. Ja, dann komm zurück. Bin dabei. Ein Zauberer. Da draußen bleiben. Aua. Das sind noch zwei. So, ja, macht ihr oben. Achtung, der hinter euch. Kommt einer. Oh, what?
Hinter euch. Ich schmeiß noch nicht. Tot. Ja, Luki ist schon und ich bin auch weg. Die haben zwei Zauberer. Schade. Schade, ja. Okay. Ja, die haben Feuerball. Das ist schrecklich. Was ist das? Okay, okay. Was? Das ist Feuer. Ja, eine andere war tot. Wie verteidigt man sich gegen so einen Feuerball überhaupt? Dodgen. Wie dodge ich? Am besten einfach nur links oder rechts laufen. Weil der kann nur gerade schießen. Sobald du aber links oder rechts läufst, bei dir war es jetzt doof, du standst an der Wand. Das heißt, der hat einfach den Feuerball hinter dir an die Wand geschossen und du hast Damage bekommen. Traurig. Ja, das war echt traurig. Oder was du zum Beispiel machen könntest, du könntest halt deinen Heal aufladen und dann je nachdem, wer den Feuerball abkriegt. Oder sonst. Das habe ich ja bei Loki ja gemacht, habe ihn ja dann sofort geheilt. Genau. Nur dann wurde ich von hinten erstochen. Na, man muss versuchen, halt den Überblick zu behalten, wo jeder Gegner immer steht. Ja, bei mir hat's halt nicht. Also, ich habe nicht geschnallt, was ich tun soll, weil ich muss in den Infight gehen. Ich konnte aber nicht, weil beide ihre AOEs gespammt haben. Oder benutzt haben. Ist ja auch irgendwie blöd. Einer macht Eis, Eisring und dann wirst du geslaut und ja. Also wusste ich nicht, was ich tun muss und ja, bin getötet worden. Ich hab versucht dann mit E zu dashen, aber das hat auch nicht geholfen. Ne, du könntest halt theoretisch, glaube ich, mit deinem, wenn sowas wäre, mit deinem Zweihandschwert deine Kuh nutzen. Ich weiß ja, nicht, diesen Wirbel. Ja, weil die stand, also. Aber, wenn die durch den Gang kommen, können sie halt nicht nach links und rechts abhauen. Ja, aber ich bin ja gar nicht rangekommen dafür. Wenn ich damit dazu komme, dann tue ich immer weh. Wow! Der hat sich versteckt hier. Drecksack. Ich höre hier auf jeden Fall. Ich habe dich gerade geheilt. Kämpfe. Hinten? Du auch, ne? Oder es sind eine Falle, die links und rechts lang. Du musst aufpassen, es gibt Mimex. Was? Ja, Kisten, die zu Monster werden. Ach so. Okay. Einfach draufhauen einmal und dann reicht's. Ach. Ja, hier ist ein Gegner. Hier rechts rum. Rechts um die Ecke. Willst du hin? Oder also wie gehen wir da jetzt am besten vor? Er kommt. Drauf. Oh nein. Glocken. Okay, ja, das geht nur mit dem. Nice. Da kommt er ja jetzt gerade nicht weg, ne? Ja. Okay. Dann habe ich es verstanden. Also wenn so ein Wirbel kommt oder halt allgemein kein magischer Schaden, könnt ihr immer restlich blocken oder parieren. Und dann kriegt ihr sau wenig Schaden. Okay. Also zum Beispiel bei dem Wirbel kannst du theoretisch die ganze Zeit rechtlich drin stehen bleiben. Loki, ich gebe dir mal einen Heiltrank. Okay. Liegt auf dem Boden.
Danke. So, wo liegt der auf 5? Du hast volle Leben. Ja, nein, ich wollte nur wissen, wo der jetzt ist. Loki, hinter dir wäre ein Großspett noch. Ein besseres. Ich habe da hinten was bewegen gesehen. Im Norden. Ah, ne, kleiner Goblin. Das sind die kleinen, ja. Mit dem Stab kann man nicht blockieren. Nee. Aber schön. Endlich mal erfolgreich gewesen. Genau, dafür hast du aber theoretisch auch dein Dings. Schwert und Schild. Aber ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich zu kurz geblockt nur. Das hat dann natürlich weh. Mach hier mal die Tür wieder zu. Oh, da kommt ein Skelett hoch. Hier leuchtet was. Hier ist ein Crossbow noch drin, Alex, falls du einen anderen willst. Und ich habe auch noch Pfeile. Hier ist ein Schrein. Ja, sofort. Ich schmeiße die Pfeile auch nochmal eben ab. Liegen da bei dir. Lederweste? Ja, da zum Anbeten. Genau, so. Bei dem Schrein gibt's Buffs. Einmal kannst du einen Wiederbelebungsstein bekommen. Du kannst einen, also High-Buff einfach instant bekommen, Schild-Buff oder wenn es rot leuchtet, ist es ein Damage-Buff. Ach so, okay. War in dem Dings. Und die Sachen einfach immer verkaufen dann wahrscheinlich, ne? Silver Goblet und so ein Scheiß. Das sind so die Barter-Items. So, mal gucken, ob ich die Biene hier, was auch immer das ist. Genau, die, ich wollte gerade sagen, die kannst du nicht blocken, die vergiften dich einfach. Wir müssen uns, glaub ich, Rot mal in die. Oh ja. Ja, alles gut. Aber ich gehe dann jetzt erstmal hier mich hier. Genau, bet du mal. Kann das nur eine Person machen? Ja. Oh, sorry. Mach das doch vorher. Alles gut. Das ist in Ordnung, du bist unser Tank. Ja. Was kann man jetzt sehen, was er bekommen hat? Also ich sehe es nicht. Er hat, glaube ich, einen Heilbuff einfach bekommen. Also, er bekommt Leben gerade. So in dem Sinne. Dann kann ich ja draufhauen auf ihn. Das macht natürlich Sinn, ja. Jetzt können wir ganz gemütlich weiterlaufen. Da ist nochmal ein Heilschrein. Oh, hinter dir. Versuch zu dem. Oh, da kommt so eine Feuerkrabbe oder was auch immer das sein soll. Zieh dich. Arm also. Oder? Okay, ist tot. Der andere Bisser ist auch tot. Möchtest du was jetzt machen oder soll ich dich heilen? Ich mach. Weiß leider nicht, was die Farben alles waren. Das war das Schild. Sturdy Slippers sind hier drin. Das war ein Wiederbelebungsstein. Kann ich dich denn jetzt heilen oder so eher nicht? Du kannst mich heilen, ich kann aber auch einen Heiltrank nehmen. Dann nimm lieber mal einen Heiltrank. Wo war was drin? Slippers sind hier vorne noch. In dem Bogenschützen. Ach so, okay. Eike? Hab schon. Nice. Kommt näher.
Sollen wir die, Nee. Macht mir ein bisschen Sorge, dass wir nichts an Gegnern mehr hören. Wie denn? Wo sind die? Und einige sind auf jeden Fall schon tot. Alter, du Pisser. Hier wäre ein Amulett für euch, das macht Waffenschaden, das ist, glaube ich, einer für euch. Ja, Stärke oder Int? Stärke. Nee, eher Stärke und Waffenschaden. Ja, ja, das ist die Frage. Dann hätte ich hier noch einen Ring für dich, Alka. Oh, nice. Das war Armor für mich. Hier sind noch Sturdy Slipper schon wieder drin. In der Kiste. Hast du den Ring gedroppt, oder? In der Kiste. Ich habe auf dem Boden einen Heiltrank gedroppt, wenn Anna haben will. Da ist wieder so ein Auge vorne. Danke. Was ich ja gut finde, ist, dass wenn ich zu nah an der Wand stehe, ja, mein Schlag gegen die Wand geht. Also muss man beachten auf jeden Fall. Loki, hier ist ein Amulett für dich drin. Wenn es Eike jetzt nicht klaut. Nö, ich glaub's nicht. Ist Stärke, brauche ich nicht. Okay. Auge eben. Das ist schön, ihr kämpft fein und ich guck zu. Hab ich eben gemacht. Wollen wir jetzt hier durch die große Tür? Ja. Mach auf. Ist da der Boss drinne? Oh, da vorne liegt schon was. Da ist ein Portal. Aber wir können einfach sozusagen am Boss vorbeilaufen. So wie gerade eben? Ja, ich nehme wieder Bolts für dich mit. Hier wäre noch eine Truhe drin. Ah ne, da kommt gerade in der Gegend. Hab sie abgeschmissen. Jupp, schön. Jetzt könnte theoretisch einer schon mal abhauen, wenn er will. Oh, hier liegt aber auch eine Leiche, sehe ich gerade. Ja, also, wer will? Oder machen wir es nicht? Na, wenn keiner will, dann gehe ich jetzt. Besserer Stab drin für Eika. Verteidigt mich! Danke. Was? Wo? Achso, da. Aua! Aua! Ach, da! Hä? Wovon wurde ich denn jetzt geschossen? Egal, ich versuch's nochmal. Lass mich raus. Die Sounds sind noch ein bisschen komisch. Von der Ortung her, finde ich. Also kann durch das Portal immer nur einer. Ja. Und jetzt kann ich nicht reinspringen, oder? Ne, wenn Loki schon durchläuft. Loki, du musst dich, glaube ich, nochmal bewegen. So. Genau. Jetzt lässt er uns alleine. Ah ja, okay. Entering Spectators. Okay, das ist gut, dass man da nicht... In der Leiche liegt noch ein Dings für dich. Ding. Ich habe das Amulett jetzt auch einfach genommen. Oh. Gibt es immer nur eine Map? Oder gibt es mehrere? Es gibt insgesamt 3 Maps. Einmal für Solospieler... dann und 2 Maps für Trios sozusagen. Okay. Aber die 2 Maps bei Trios sind sozusagen so aufgesplittet, da sind Gegner. Aua. Sorry. Lass mal gerade hier in andere Richtung laufen. Hm, kommen wir hier hoch? Ja. Hm. Oh, bist du durch den Mist gelaufen? Ja, lauf! Lauf doch einfach durch. Ja, ich hab schlechte Augen.
Da hinten geht ein Portal los. Ja. Wie lange hält denn mein Schild an? Nicht lang. Okay, nee, wir müssen runter. Komm. Hier ist ein Portal irgendwo. Komm mal runter. Hörst du das? Ja, das ist ein Portal. Da. Darf ich oder möchtest du? Ja, mach du. Ich finde schon meinen Ausgang. Ich komm schon raus. Da lang. Du schaffst das. Yay, das erste Mal überlebt. Oh, jetzt können wir Alex zugucken, wie er hier alles wegmacht. Da hinten ist ein Potter. Ja. Ah, nice. Dann können wir mal gucken, ob hier irgendwo was kommt. Da wäre noch was Grünes gewesen vor dir. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, das war vielleicht nicht deine beste Idee. Sehr schön. The treasure slips further into darkness. Das heißt, dann ist keiner mehr. Wir waren also nur noch allein. Traurig. Hey, Level 19. Aber was hätte man denn jetzt noch groß machen können? Theoretisch kommt dann ein rotes Portal. Das, also da musst du auch nur eins finden, weil das sind drei Portale für drei Spieler. Und dann geht's in den Hard Mode, in die Hölle, wie man es nennen mag. Ja. Das ist dann sozusagen nochmal eine Map. Mit einem Boss auf jeden Fall, dann viel stärkeren Gegnern. Das heißt, sie kommen mehr an, machen mehr Schaden, aber halt auch besserer Loot. Ah. Und jetzt kann man über Merchant erstmal seine Gold-Items verkaufen. Ach ja. Reich. So, was mache ich mit Thunderclap Flask und Lycopus Herb? Genau, mit den Pflanzen oder mit den Flask allgemein, die kannst du halt benutzen theoretisch. Das sind einfach Wurfsachen. Ja. Mit diesen Herbs, Root, Stuff, Bloom, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Die kannst du theoretisch einfach in deinen Stash werfen und daraus kannst du dann Tränke, Verbände, Buffzeug, dann auch diese Wurfdinger herstellen. Kannst du da unter Alchemie zum Beispiel sehen. Ja, verstehe. Okay, aber ich muss mit der Ausrüstung, die ich jetzt habe, quasi sollte man wieder reingehen, weil ich kriege keine gestellt, weil ich nicht gestorben bin. Genau. Okay. Was man halt machen kann, wenn man wirklich erstmal nur Equipment haben möchte, man zieht sich jetzt komplett nackig aus, geht in eine Lobby rein, stirbt und dann spawnst du halt wieder mit Darm. Ja, gut. So, das ist ja auch ein bisschen lahm, ne? Ja, was wir teilweise gemacht haben am Anfang, wir sind dann, haben uns halt zum Beispiel als Sportmaster hast du relativ viele Schwerter. Du ziehst dich komplett nackig aus, was halt besser wäre als das Bier, was du kriegst, bis auf ein Schwert. Und mit dem einen Schwert gehst du dann rein. Okay. Ja, wollen wir noch eine Runde versuchen? Gerne. Und dann ist, glaube ich, auch Zeit für Feierabend. Alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, dann hat man einen ganz guten Einblick gekriegt, ob das was für einen ist oder nicht. Alka, du musst noch ready machen. Was ich aber schon mal im Voraus sagen kann, also die Charaktererstellung hast du ja, glaube ich, gezeigt. Nein. Okay, dann drück mal ganz kurz Escape und dann Charakterlisten.
Escape, Charakterliste. Und dann cannot use while ready. Achso, ja, dann kurz unready machen. Dann erkläre ich kurz da noch was. Charakterlist, ja. Und dann auf das Plus? Ja, habe ich. Und dann siehst du, dass du zum Beispiel die ersten 5 Klassen sind alles Menschen. Ja, und dann die Skelette. Die 2 Skelette. Und es soll ein Prinzip aus Rassen und Klassen geben. Es sollen, glaube ich, noch 1 oder 2 hier Untotklassen geben. Und danach soll dann die neue Rasse Elfen kommen. Okay. Das heißt, das Spiel ist nicht nur auf Klassen aus, sondern auch auf Rassen. Die sollen dann auch Bonis bekommen. Mhm. Zum Beispiel, dass die Untoten nicht geheilt werden können. Das ist ein Negativeffekt. Ja, okay. Nur dafür machen die halt mehr Schaden als die Menschen, etc. Okay, ja, das klingt gut. Na, ansonsten soll es halt auch wie EFT sein, mit Wipes und so. Ja. Finde ich ja immer einerseits cool, andererseits natürlich schade, weil man sich ja immer dann sowas ausbaut. Soll es dann auch so ein kleines, ich nenne es mal jetzt, hier ein kleines Schloss geben, was man sich dann schön macht, wie bei Tarkov, oder? Nein. Okay. Ja, dann ist es auch wirklich egal. Golden Beer Mug. Okay, irgendwas. Dirty West ist hier. Links von mir kämpft schon. Hier ist ein besseres Zweihandschwert für dich drin. Und ein Ring, leg ich auch mal. Passt unten mal auf, geht mal ein bisschen zurück. Oder geht der Blitz unter Ebenen? Nö. Sah aber verdammt nah aus. Mhm. Ja, nebenan ist was direkt. Wir sind hier schon im Bossraum, ne? Mhm. Wir sind bei der letzten Runde hochgekommen. Ja. Hast du den Boss schon mal versucht, Alex? Ja, der geht sogar auch noch. Okay. Dirty Shoes, Dirty Bracers. Du könntest gerne mal probieren. Dem seine Angriffe sind relativ simpel. Der chargt einen an, macht dann so ein AOE Slow. Aber erst die Skelette hier. Okay, Fall Damage gibt also nicht. Nee. Ich wollte gerade sagen, du bist aber mutig. Ah, hier ist noch ein Bogen. Sitze. Guck da, Luke, hier ist was. Ja, ich bin gerade am Fallen. Das hier. Oh. Ganz schön hartnäckig. Heika, Heilung! Wer ja kommt. Was? Achso, ja. Okay, ja, wollen wir den einmal versuchen? Gerne. Am Heika. Warte, da kommt noch ein Skelett erst. Moment. Ich kann auch einen Blitz draufhauen. Ne, heb dir mal die Blitze für Dings auf. Für den Boss gerade. Was meinst du? Eher Langschwert oder? Boah, weiß ich bei dem ehrlich gesagt nicht. Hier wäre ein Ring mit exquisiten Damage. Kann Loki gerne nehmen. Ich hab hier zwei. In der Truhe? Ich hab schon 2. Achso, und okay. Es gibt auch noch sowas Lustiges. Loki. Ah ja. Ja, hey. Das ist cool. Hab ich geöffnet. Dann ja, komm. Let's go. Oh, ich hab zu spät das Schild gehoben. Achtung, der Charge. Oh, ah ja, alles klar. Au. Okay, so schnell geht das dann. Low.
Au. Oh, das war gut. Es war bei mir auf jeden Fall mein eigenes Unvermögen. Aua. Das ist schlecht. Ich heil dich mal. Ah, okay, er schart die Hufe und dann... Komischerweise hast du nur Agro. So ist ekelhaft. Aua. Au. Okay, jetzt bin ich mal weg. Siehst du, wie viel der noch hat? Nee. Ich hab nicht mehr Mana so gerade. Kann glaub noch zweimal heilen. Willst du den kiten? Nö, ja, alles gut. Kann den so schießen anscheinend. Ich halte dich nochmal. Mach mal Blitz. Also der hält auf jeden Fall ein bisschen was aus. Eieiei. Jetzt tot. Und jetzt Achtung, Trauer. Oh, eine grüne Brust und ein grünen Ring. Hier sind auch Gegner in der Nähe. Ja. Links von uns irgendwo. Ja, unter uns. Unter. Aika? Jo. Ich hab dich schnell nur gelootet. Wir können abhauen, ja, wenn du willst. Oh, ich hab keine Schwerter. Ja, das finde ich ja schon wieder dämlich, ne? Dieses Rumgejumpe und sowas. Gut. Nice. War der alleine? Sah so aus, ja. Gib mir seine Schwerter. Ja, dann sucht man einen Ausgang. Willst du noch Loki looten, ob der noch was Schönes hat für dich? Ja. Aber wie er auf den Heiler gegangen ist und ich habe mein Schild rausgeholt. Werte. Nicht dumm. Brauchst du einen Heiltrank? Ich kann dir welche geben. Ich hab noch drei, alles gut. Irgendwo war hier. Ich glaube, so. Ah, wollte gerade sagen, irgendwo ist noch eine große Truhe. Nicht, dass das noch ein Mimik ist. Nö, nö. Ah, guckt euch das an. Also hat's geklappt. Ja, dann würde ich sagen, komme ich mal zum Fazit. Während die beiden jetzt ja, einen Ausgang suchen. Also, ich muss sagen, es ist schon gut, interessant, mal was anderes. Dieses Setting halt, sonst bin ich halt vor allem Shooter gewohnt und so. Gerade
was diese Extraction Games angeht. Allerdings, teilweise spielt es sich ein bisschen langsam und dann sind da die Fernkampfklassen, die mich sehr schnell aushebeln, aber das ist, glaube ich, auch der Sinn des Spiels. Du hast halt immer Schere-Stein-Papier-Prinzip und musst dich dann vor allem in der Gruppe gut absprechen. Das hat hier auch besser geklappt. Und wenn man dann ein bisschen seine Skills, seine Handgriffe etwas perfektioniert und immer besser wird, glaube ich, kann das schon sehr, sehr geil sein und gerade in der Gruppe natürlich echt Spaß machen. Von daher dafür definitiv Daumen hoch. Das ist schon cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Würde auch so sagen, ey, das ist ein Titel für mich zumindest, der mir in der Gruppe Spaß macht. Alleine absolut null. Das muss ich auch sagen. Ich glaube, nur in der Gruppe finde ich den cool. Aber solo würde ich da jetzt nicht unbedingt Stunden reinballern. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Gut, dann fragen wir mal die beiden. Also, Aika, wie findest du das Spiel denn? Anstrengend. Aber anstrengend. Also würdest du weiterempfehlen? Ja. Okay. Alex, hast du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen? Ich find's Hammer. Also, ich habe Dark and Darker gesucht wie sonst was. Und ich muss sagen, das Prinzip ist im Endeffekt dasselbe. Ja. Aber der Unterschied von den Klassen und so finde ich halt Hammer. Dass es Rassen gibt, dass es Klassen gibt. Dann, es soll noch, glaube ich, unterschiedliche Dings geben. Maps sollen kommen. Also das Potenzial ist sehr groß. Ja, also ich habe auch, oder ich sehe das auch so, da kann auf jeden Fall was Geiles draus entstehen. Und von daher solltet ihr das im Blick behalten. Von mir gibt's einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt sauber. Und danke, dass ihr zwei mitgemacht habt. Ciao. Immer wieder gerne. Immer gerne.